Im Rahmen des Chicken Soccer Cups beteiligten sich zahlreiche Vereine. Ja, das ist richtig. Wir haben Mannschaften aus ganz Oberösterreich da, Vormittag um 8, Nachmittag um 11. Von Bad Ischl bis Gwenerkirchen, von der Rieder Gegend bis nach Steyr, sind Mannschaften da. Uns freut es ganz besonders. Zum Mittag haben wir eine Überraschung mit Fußballprofis von LASK und von Blau-Weiß-Linz. Und ja, das Turnier läuft sicher super ab und wir sind zuversichtlich, dass wir das nächste Mal natürlich auch wieder machen werden. Und jetzt hat Bürgermeister Paul Mann noch eine Überraschung für uns vorbereitet. Wunderschönen guten Morgen. Ich möchte das Turnier gar nicht zu lange stören. Und ich weiß, wenn es anstrengend ist, wenn man Kind auf was warten. Aber es ist mir trotzdem wichtig, heute einen sehr jungen, dynamischen Verein mit einer Auszeichnung auszuzeichnen. Heute Auszeichnung eines sehr jungen Sozialvereines, der Pink Crazy Social Chicken, die seit doch knapp eineinhalb Jahren jetzt im sozialen Bereich sehr stark unterwegs sind, gepaart mit viel Jugendarbeit. Heute haben wir ein U8-Turnier, U9-Turnier für Fußballmannschaften und da werden auch die Einkünfte dann dem Bezirks Altenheim zur Verfügung gestellt für viele kreative Zwecke, wo die Annette Pflegedienstleistung uns Näheres berichten kann. Ich möchte Dankeschön sagen und willkommen heißen in der Juwelfamilie diesen kreativen Verein, auch in Seiler Jürgen erwähnt, der da auch sehr aktiv ist. Also es macht mir wirklich Freude, jedes Mal neue Mitglieder in unserer großen Familie mittlerweile begrüßen zu dürfen. Da der Verein bei uns im Altenheim auch immer wieder vorbeikommt und unsere Bewohner erfreut, ich freue mich total, dass Sie der Nada eben das Geschenk überreichen habe dürfen, zumal Sie es bei sehr vielen Vereinen unterstützen, zum Beispiel in Mexiko das Frauenhaus zum Muttertag unterstützen, am Herzlauf haben Sie teilgenommen, wo das Geld den herzkranken Kindern zugutekommt. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich die Nada extrem gefreut hat drüber und das ist einfach ein schöner Moment, wo man einen Verein, der wirklich so aktiv tätig ist und wirklich in Not geratenen Menschen unterstützt und hilft, Danke zu sagen. Das sind die Wanderpokale für die U8 und die U11 für einen Chicken Soccer Cup. Sind relativ groß und ich hoffe, dass die noch lange Jahre in ganz Oberösterreich oder vielleicht im Ausland unterwegs sind. Und wir drücken natürlich jeden Teilnehmer die Daumen, dass sie es gewinnen und mit nach Hause nehmen dürfen.